Laut und deutlich konnte die ganze Region hören, dass der Böllerschützenverein Forchtenstein den dritten Trachtensonntag feierlich eröffnete. Wir sind aus Forchtenstein, dem sonnigen Burgenland. Und vor zwei, drei Jahren haben wir den Böllerschützenverein gegründet. Und jetzt sind wir mittlerweile schon überall bis auf Deutschland aus unterwegs, weil wir doch der erste Verein in dieser Art von Burgenland waren. Schon am Vormittag traf man viele Besucher in der Falscherstraße in Mitterdorf an, die der Einladung von Trachtenwernbacher gefolgt sind. Der dritte Trachtensonntag bot auch die passende Gelegenheit, um das 60-Jahr-Jubiläum von dem Geschäft Trachtenwernbacher gebührend zu feiern. Bereits in der dritten Generation sorgt Familie Wernbacher für höchst qualitative Trachtenmode in Mitterdorf. Begonnen hat das mit meiner Mutter. Sie hat das alleine eröffnet, ohne Angestellte. Und ich habe dann das Geschäft weitergeführt, vergrößert. Und ich bin froh, dass ich einen Nachfolger gefunden habe in Edgar. Und er führt das jetzt mit Freude weiter. 60 Jahre Trachtenwernbacher, was zeichnet euch aus? Ich hoffe, dass uns das Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet und die persönliche Beratungsqualität und das Gespräch. Und wir haben ein super Team an Mitarbeitern und da muss ich Danke sagen an die Mitarbeiter. Ich hoffe, dass das unsere Kunden das schätzen. Trachtenwernbacher ist ein Garant für schöne Trachtenmode, aber auch für Feierlichkeiten der absoluten Extraklasse. Mit hausgemachten Köstlichkeiten verwöhnten die Bäuerinnen und Bauern der Region die Festgäste. Ein umfangreiches Programm wurde geboten, aber wie kam es zu dieser Veranstaltung? Die Idee war folgendes dahinter, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach den Brauchtum, die Tracht der Bevölkerung wieder näher bringen und einfach aufgreifen. Und es wird irrsinnig gut angenommen, darum haben wir den dritten Trachtensonntag zum 60-Jahres-Jubiläum heuer umgesetzt. Und jetzt seht ihr es eh von den Leuten her, es wird super akzeptiert und da sage ich Danke an alle Leute, die heute gekommen sind. Wir freuen uns sehr in Mitterdorf um diesen Feiertag mehr, muss man sagen, der letztendlich dem jungen Herrn Wernbacher zu verdanken ist mit seiner Initiative und mit seiner jungen Energie, so viele Leute zum Trachtenfest nach Mitterdorf zu bringen. Ist eine ganz wunderbare Sache und es macht Spaß den Leuten und auch uns beim Arbeiten. Knödel in den verschiedensten Variationen konnte man auf der Knödelstraße genießen. Frisch zubereitete Kartoffelchips gab es beim Stand des Trachtenvereins Schneerosen zu Kindberg. Somit kann man sagen, für jeden Geschmack war etwas dabei. Nicht nur der Gaumen, sondern auch das Auge wurde mit traditionellen Tanzeinlagen verwöhnt. Die Breitenauer Jagdhornbläser gastierten ebenso und zeigten ihr Können der interessierten Bevölkerung vor. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte unter anderem Erich mit seinen Musikanten. Mit Witz und Schmäh wurden die Gäste perfekt unterhalten. Mode ist ja Abkürzung, weißt du das? Mode, und das heißt, Männer opfern das Ersparte. Also wie viel Geld opferst du so im Monat? Ich nicht so viel, weil ich hab's wenig. Aber das Dirndl geht ja immer aus. Und Wernbacher, wir sind ja so Hausmusik, da tun wir es sowieso leicht. Dankeschön, danke sehr, unsere Birgit. Von Jahr zu Jahr wird der Trachtensonntag bekannter und beliebter. Auch heuer kamen die Besucher aus nah und fern und zeigten sich von der Veranstaltung mehr als nur begeistert. Ich bin heute zum dritten Mal da, ich war jedes Mal da, sehr gut, die Aufmachung ist gut, die Organisation gut, Musik gut, Trachten gut. Wir haben auch schon was Neues gekauft und gleich angezogen. Wir fühlen uns alle wohl. Beim Holunder-Sekten, beim guten Essen. Ich finde eine tolle Veranstaltung und ich glaube, es ist super, dass man wieder auf die Trachten vermehrt zurückschaut. Viel Jugend ist da, Kinder, und ich denke, das ist eine gute Sache. Trachtenwernbacher ist, glaube ich, Garant für Qualität. Es ist immer schön, wenn man verschiedene Trachtendirndl anziehen kann und wenn es ein paar Anlässe gibt, wo man das präsentieren kann. Ja, sehr gut, weil da kann ich mit
Trachtendirndl ausführen. Das Oberhaupt von Mitterdorf ist stolz, dass in seiner Marktgemeinde ein Fest dieser Art ausgetragen wird. Ja, es gefällt mir ausgezeichnet. Es ist eine Fortsetzung von ersten und von zweiten Trachtensonntag. Wieder eine tolle Stimmung, gute Gruppen und ich glaube, die Bevölkerung von Mitterdorf und von ganzem Mürztal wird wieder verwöhnt, kulinarisch und natürlich auch musikalisch. Auch ein kleiner Grund zum Feiern ist natürlich 60 Jahre Trachten-Wernbacher. Nicht mehr wegzudenken von Mitterdorf, oder? Nein, Trachten-Wernbacher ist natürlich nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, jetzt kann man wirklich aus der ganzen Steiermark, sieht man die Auto hier, zum Kaufhaus Wernbacher kommen und hier einkaufen. Der dritte Trachtensonntag, der von Familie Wernbacher organisiert wurde, erfreute alle Besucher. Aber das 60-Jahr-Jubiläum wird weiter gefeiert. So gibt es bis Mitte Oktober eine tolle -10%-Aktion bei Trachten-Wernbacher in Mitterdorf. Informationen zu Trachten-Wernbacher gibt es auch im Internet unter www.hochsteirer.at. Wernbacher Trachtenmode. Das Gefühl erleben, willkommen zu sein.